Anlagen vollzogen werden. Ansonsten gibt es zum Thema Parkplätze, das ist ja immer ein wichtiges Thema im Bereich der katholischen Kirche, soll es bewusst wenig Parkplätze geben, wenig bis keinen, weil das einen Platzcharakter haben soll mit Aufenthaltscharakter. Und letztens zur Hauptstraße, da wo der, ich glaube der offizielle Begriff ist Edelstahlbrunnen war, Vulgo, der Blechbrunnen, da wo der Edelstahlbrunnen war, haben wir gerade im Magistrat besprochen, im Ausschuss und war schon in der Stadtforumversammlung, genau, dass wir, glaube ich, eine sehr schöne Gestaltung bekommen, da wo dieser Brunnen war, mit einer gerundeten Treppe, was sehr schön einlädt, auch zum Verweilen. Es wird zur Sonnensegel bis hin zum Sonnenschutz oder natürlich auch zum Regenschutz geben, sodass man sich aufhalten kann. Also, so viel zur Oberen Hauptstraße. Marktplatz, das entspannteste Thema in der Stadt. Sie haben gesehen, auf der Nordseite, also beim alten Rathaus, sind jetzt die Poller bereits errichtet. Auf der Südseite sind die Hülsen schon gebohrt und im Laufe dieser Woche werden auch da die Poller errichtet werden. Und ja, um es nochmal zu sagen, also logisch, künftig wird es kein Durchfahren mehr geben und auch kein Parken. Wir werden den Marktplatz dann öffnen, wenn wir interessante große Veranstaltungen machen. Also nächste Veranstaltung ist der Frühlingsmarkt und natürlich wird es da keine Poller geben. Aber auch wenn wir künftig im Schloss Innenhof, im Schloss selbst größere Veranstaltungen machen, von mir aus kann man dann den Marktplatz auch mal geordnet, also mit Ordnern mal als Parkplatz benutzen. Ich greife mal ein Argument vorweg. Ich behaupte immer noch, die Mehrheit der Bürger, so zeigen auch viele Rückmeldungen, die ich bekomme. Ich behaupte, ich kann es nicht beweisen, die Mehrheit der Bürger begrüßt das. Ich weiß, dass es natürlich auch eine Anzahl von Menschen gibt, die das kritisch sehen. Ein Argument, was dann immer kommt, ja, jetzt ist der Platz tot. Mit Verlaub, das halte ich für ein absurdes Argument. Das würde ja heißen, vorher als Parkplatz mit dem Blech, das war Leben. Meine Haltung ist, Sie wissen, dass ich nicht von Anfang an für diese Lösung war, wenn die Mobilisten, Automobilisten der Stadt sich an die vorherige Regelung gehalten hätten, dann wären wir jetzt nicht bei dieser Lösung. Aber heute würde ich sagen, der Platz ist nicht tot, wir haben ihm seine Würde wiedergegeben. Und er hat jetzt die Chance, langsam zum Leben zu erwachen. Natürlich werden wir schauen, dass wir viele Veranstaltungen da drauf machen. Aber Sie können sich vorstellen, das geht natürlich jetzt nicht. Wir legen den Schalter um und ab morgen ist dann die Hölle los. Aber wir sind sehr intensiv dran, natürlich diesen Marktplatz auch durch Veranstaltungen mit Leben zu füllen. Und abschließend, ich respektiere, dass es Menschen gibt, auch zahlreiche Menschen, die das gerne anders hätten. Aber wie Sie denken können, man kann es nicht allen recht machen. Wenn ich ihn morgen wieder aufmache zum Parken, ist für mich ja nicht Ruhe. Dann habe ich die anderen, die eben gerne autofrei haben, vor der Tür stehen. Das ist das Interessante, unter anderem das Interessante in meinem Job. Parksituation dennoch mal als eigener Punkt. Mir ist sehr wohl bewusst, dass wir etwas tun müssen. Die Parksituation in Erbach ist nicht optimal, um es milde auszudrücken. Und wir werden schauen, dass wir, wenn der Haushalt durchgeht, wäre auch etwas Geld eingestellt, damit wir eine konzeptionelle Planung angehen, wo und wie man weiteren Parkraum schaffen kann in Erbach. Also mir ist durchaus bewusst, das ist ein wichtiges Thema. Das müssen wir anfassen. Verkehr, Städtel. Situation ist eigentlich schon angekündigt gewesen, nur weil wir so viel zu tun haben, kam es noch nicht zur Umsetzung.
aber auch das werden Sie demnächst sehen. Künftig werden im Städtl nur Anwohner, also Menschen, die dort wirklich nachweislich wohnen, die Berechtigung haben, einzufahren und dort zu parken. Es wird keine exklusiven Privatparkplätze für bestimmte Anwohner geben, aber es wird Bereiche geben, wo die parken können. Das wird für einige wiederum eine Umstellung sein, das verstehe ich. Aber also wenn Sie mich fragen, was einer, der nicht im Städtl wohnt, mit dem Auto im Städtl verloren hat, erschließt sich mir nicht. Deshalb werden wir das verhindern. Wochenmarkt, noch ein Stichwort. Wir sind intensiv dran am Wochenmarkt. Ob wir damit gleich auf den Marktplatz gehen, das wäre mein Wunschtraum für die Endstufe, weiß ich im Moment nicht. Es gibt aber interessante Zwischensteps, bis wir ein Momentum kreiert haben, sodass wir sagen können, so, jetzt ist es angenommen, jetzt gehen wir auf den Platz. Also ich wollte Ihnen nur sagen, auch wenn Sie nichts hören, wir sind in der Verwaltung sehr intensiv auch mit diesem Thema beschäftigt. Lebendiges Erbach, also unser Bürgerbeteiligungsprozess, läuft aus meiner Sicht sehr gut. Also diese 6 Themenräume, wo doch eine erstaunlich positive Zahl von Bürgern sich gemeldet haben, treffen sich regelmäßig und jetzt werden die Ideen geschmiedet und es läuft aus meiner Sicht alles wie geplant. Und Sie werden in nächster Zeit auch mal wieder über die Medien hören, wie ist der Stand der Dinge. Vorletzter Punkt, ein Thema, was immer wieder auch kritisch angefragt wird, auch wir haben ja ein Beschwerdemanagement installiert in der Verwaltung. Ein Punkt, der immer wieder, also im Grunde sind es immer 2 Punkte. Verkehr, bei uns wird zu schnell gefahren, da muss doch mal einer messen. Bei uns parken sie wie Kraut und Rüben, ich komme nicht in die Garage, etc., etc. Und der andere Punkt ist die Sauberkeit der Stadt. Und ja, wenn wir 20 Leute mehr im Bauhof hätten, könnten wir auch seitens der Stadt da mehr tun, aber bei begrenztem Personal muss man einfach sagen, wir schauen, was wir machen können. Wir brauchen aber auch das Mittun der Bürger. Und zu Beginn April werden wir eine Kampagne starten, Sauberes Erbach. Haben wir selbst in der Verwaltung entwickelt, inklusive Logo und allem. Anfang April werden wir da den Vorhang aufziehen und es wird über das Jahr verteilt Aktionen geben, wo auch die Schulen beteiligt sind. Die Resonanz war sehr gut, sodass wir auch, dass wir letztlich noch mehr zu der Haltung kommen, es ist gemeinsam unsere Stadt. Und wenn es unsere Stadt ist, dann brauchen wir natürlich auch jeden einzelnen Bürger, der vielleicht selbst mal eine Tüte aufhebt, etc. und nicht bei der Stadt anruft. Habt ihr die Tüte nicht gesehen? Also das ist so ein bisschen das Ziel dieser Kampagne. Und mein letzter Punkt, einmal ein Blick zurück, ein Satz noch zur Erbacher Schloss Weihnacht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, also ich fand die sehr schön. Es ist im Grunde genau das passiert, was wir uns erhofft hatten. Wir haben es ja bewusst Erbacher Schloss Weihnacht genannt und nicht Weihnachtsmarkt. Es gibt sehr viele Weihnachtsmärkte, es gibt immer mehr. In Michelstadt haben sie einen deutschlandweit bekannten. Wir nennen es Erbacher Schloss Weihnacht. Wir wollen punkten mit dem, was wir haben. Das Ambiente, Schloss, Schloss Innenhof, Marktplatz, Lustgarten etc. und auch im derzeit noch debattierten Haushalt sind wieder Mittel eingestellt fürs nächste Jahr. Und ein Punkt, den wir natürlich ausweiten wollen, letztes Jahr haben wir es beschränkt auf den historischen Kern, auch wegen der Mittel, aber vor allem, wenn die obere Hauptstraße fertig ist, müssen wir natürlich auch was tun, damit auch wenigstens ein Teil der oberen Hauptstraße und idealerweise ein Teil der Werner-von-Siemen-Straße ebenfalls in neuem Glanz erstrahlt, sodass wir auch die Geschäftszonen unserer Stadt noch mehr mit eingebunden haben.
So, das waren ein paar Punkte, über die ich Sie schon mal informieren wollte. Wenn Sie dazu Fragen haben, gerne nach dem Part des Landrats und selbstverständlich, wenn Sie andere Dinge wissen wollen, sehr gerne. Vielen Dank. Danke sehr, Herr Bürgermeister.